Heute soll es mal um ein Thema gehen, was mir immer wieder auf YouTube aufstößt, denn ich folge anderen YouTubern, die zum Beispiel nach Amerika ausgewandert sind, in die USA. Und dann heißt es da so in Kommentaren, meistens von deutschen Kommentatoren, sage ich jetzt einfach mal, oder deutschsprachigen, dass sie, also die Ausgewanderten, ja immer noch einen Akzent hätten. Also das kommt mir recht komisch vor. Offenbar glauben viele Leute, dass wenn man jetzt irgendwohin auswandert, sage ich mal, oder in irgendeinem Land lebt, egal, wenn man dafür längere Zeit lebt, dass man dann die Sprache lernt, was richtig ist, wenn man sich bemüht, und man diese Sprache nach, sage ich mal, ein paar Jahren auch ohne Akzent spricht, akzentfrei also. Und das genau ist nicht der Fall. Also ich habe im Hebräischen sowie im Englischen immer noch einen deutschen Akzent, aber volle Kanne, volle Kanne. Und das kriege ich auch nicht raus, und da kann ich noch in Israel, da kann ich noch 100 Jahre hier leben, oder ich kann nach Amerika gehen und da noch 500 Jahre leben. Ich habe immer noch meinen deutschen Akzent und den werde ich auch behalten. Das ist egal, wie gut oder wie schlecht ich die neue Sprache im neuen Land spreche. Das ist einfach nur mal so. Das funktioniert nicht. Es sei denn, jemand arbeitet für einen Geheimdienst oder so. Dann kriegt er speziellen Sprachunterricht und dann kann man ihm das so antrainieren, dass der Akzent weg ist. Aber ansonsten werdet ihr immer, und ich auch, den Akzent, den deutschen Akzent behalten, den Akzent der Muttersprache. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Eine Ausnahme ist, ja gut, der Geheimdienst, und die andere Ausnahme ist, dass wenn Kinder auswandern, also das heißt Familien mit Kindern, die Kinder, ich sag mal so, habe ich immer gehört, bis zum 12. Lebensjahr, so um den Dreh, wenn sie in ein anderes Land gehen mit einer anderen Sprache und die dort lernen, dann lernen sie das akzentfrei. Dann können sie Deutsch sprechen und die neue Sprache, und in der neuen Sprache haben sie auch keinen deutschen Akzent mehr. Bei Kindern funktioniert das. Bei Jugendlichen schon eigentlich nicht mehr. Ich sag mal so ab 14, 15 Jahre oder so wird immer der deutsche Akzent noch in der neuen Sprache bleiben. Und ich verstehe nicht, warum sich da Leute drüber aufregen. Also man will immer irgendwie alles perfekt sehen. Es ist immer alles mit Perfektionismus verbunden. Und es funktioniert so einfach nicht. Also ich ärgere mich nicht, dass ich jetzt da einen Akzent in einer anderen Sprache habe, der immer bleiben wird. Ich muss halt damit leben. Und selbst einige YouTuber behaupten, sie könnten die neue Sprache akzentfrei, sind aber so mit, ja, weiß ich nicht, über 20, sage ich mal, in ein anderes Land gezogen. Und ich weiß nicht, sie können sich da einreden, was sie wollen. Sie werden immer diesen Akzent haben. Selbst einer, der da nach Mallorca gezogen ist, habe ich gesehen und versucht hat, die spanische Sprache nachzumachen. Ich habe seinen deutschen Akzent rausgehört. Das tut mir leid. Ja, es ist nun mal so. Was soll ich sagen? Mir ist das einmal passiert. Ich bin einmal vor ein paar Jahren zum Machane-Hudermarkt gegangen und habe da irgendwas gekauft an einem Stand. Und da kam so eine junge Frau auf mich zu und die meinte zu mir, du kommst aus Deutschland, oder? Und habe ich gesagt, ja. Und dann meinte sie, weißt du, woher ich das weiß? Du sprichst nämlich genauso wie meine Großmutter. Du sprichst genauso Hebräisch wie meine Großmutter. Und die kam mal aus Deutschland. Und daher weiß ich das. Ja, man wird immer, also die meisten Israelis können meinen Akzent nicht so heraus, also die hören schon, dass ich nicht von hier bin, und man spricht auch nicht so wie jetzt ein Einheimischer, sage ich mal. Die jungen Israelis sprechen alle total schnell, und das würde ich nie auf die Reihe kriegen, auch nicht im Deutschen. Ich glaube nicht, dass ich im Deutschen so schnell spreche, oder? Aber Israelis, junge Israelis sprechen absolut schnell. Mir macht das nichts aus, ich verstehe das. Aber wenn da jemand neu kommt oder so, der muss sich da total dran gewöhnen. Und also ich kenne Leute, die kommen da nicht mehr mit. Manchmal kommen sogar die Eltern nicht mehr mit, haben mir schon einige Eltern berichtet. Und
Ja, was soll ich sagen? Also, ihr werdet immer rausgehört. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, wie auf YouTube das passiert ist, er lebt in China oder in Japan oder in Thailand, gerade in solchem Land, und er spreche akzentfrei die Sprache, meine Güte, also jeder Chinese oder sowas wird, oder Japaner oder was auch immer, wird sehen, dass derjenige nicht aus dem Land kommt, weil er halt anders aussieht. Meine Güte. Da braucht man sich nichts vormachen. Man kann eine Sprache, die neue Sprache, sag ich mal, im neuen Land super sprechen. Super sprechen, alles verstehen und alles sprechen und von mir aus auch schreiben und lesen und alles Mögliche. Aber der Akzent wird halt ab einem gewissen Alter, indem man in das Land zieht, bleibt. Es sei denn, wie gesagt, als Kind. Damit muss man sich abfinden. Und das sollten auch Leute wissen und sich da nicht irgendwie so was vormachen und schon gar nicht darüber aufregen. So, das war es erstmal zu dem Thema. Und bis zum nächsten Podcast dann. Schönen Dank noch fürs Zuhören.